Aber wir machen jetzt mal weiter. Komm her, Fetti. So, der Joel stirbt jetzt. Bye bye, der Joel. Wie sehe ich einen Pokémon selbst verlässt? Das passiert einfach nicht. Superball, los, flieg und sieg. Es verletzt sich einfach nicht selbst. Komm her, Superball. Hau es in den Ball rein. Wir haben bald keine Bälle mehr. Schalalalala. Okay, das hat so keinen Sinn. Machen wir das nochmal. Ja, mach mal eine Grimasse. Mach dich. Weißt du, das Ding sieht aus wie ein Clown, ne? Das hat einen Kopf wie ein Clown, das Ding. Ja, geht doch. Strepoli. Es ist gut im Tragen von Stahlträgern und im Abreißen von Häusern. Das Bauen dagegen liegt ihm nicht besonders. Das Pokémon kann einfach mal gar nichts. Außer abreißen. So. Wir sind übrigens relativ wenig Zuschauer heute. Ja, von daher siehst du, ne, von wegen die ganze Zeit immer um die 10 Zuschauer, nicht immer. Alter, guck mal da unten, da das Pokémon, was da ist, die Raupe. Das Vieh kommt immer weiter raus. Was ist das? Ein Zwirklop. Das haben wir, glaube ich, schon, oder? Das haben wir noch nicht. Na, es gibt ja Leute, die haben ab und zu mal eine Real Life, ne? Die kann ja nicht sein, dass man mir immer zuguckt. Das geht ja gar nicht. Hallo, Fanny. Na, wie geht's dir? Ich hab gerade noch gesagt, irgendwo heute sind relativ wenig da. Und dann kommt Fanny rein. Wir spielen heute wieder Gotta Catch 'Em All, denn wir machen nichts anderes außer Pokémon fangen gefühlt. Es sucht umher irrende Seelen und saugt sie in seinen leeren Körper. Was dann mit ihnen passiert, ist ein Rätsel. Na super. Das heißt, Finger wieder ganz zugewachsen. Mach es nur ein bisschen ab. Nein. Drei Hypertränke ist gut. Das haben wir schon. Wir sind jetzt echt gut dabei.
Ja, da ist doch gut, dass du jetzt selbst die Verbände wechseln kannst und nicht jedes Mal zum Arzt laufen musst. Das ist gut. Haben wir alles? Da ist noch ein Item. Das wollen wir nicht, das Pokémon. Das haben wir nämlich schon. Ja, wir haben im Moment, wir haben im Prinzip bisher. Du hast auch die Suffe nicht verpasst. Ich glaube, wir haben wie viele Pokémon gefangen? 7, 8, 9 Pokémon wieder gefangen. Alle hier irgendwie. Und sonst relativ wenig gemacht. So, warte mal, jetzt gehen wir erstmal hier. Wir haben hier mittlerweile auch ganz viele von den Pokémon schon gefangen. Ich weiß gar nicht, was wir noch haben. Ne, wir haben doch bestimmt schon 10 Pokémon jetzt heute gefangen, oder? What the fuck ist das? Wow, das zieht mal einfach gar nichts ab. Okay, uns aber auch nicht. Wir hauen einfach mal einen Superball drauf. Mal sehen, ob das klappt. Das klappt nicht. Das ist die Frage. Wenn wir jetzt hier so eine Wasserattacke einsetzen, ist wahrscheinlich wieder tot, ne? Schade. Das war jetzt nicht so cool. Eine Feentafel. Oh, ein Rehorn. Haben wir nicht schon ein Rehorn? Doch. Machen wir mal eben. Damit wir auf jeden Fall hart genug gelevelt sind für den nächsten Orden. Okay, das gab kaum EP, das ist traurig. Das Sedimento hier haben wir, oder? Aber Sedimento haben wir noch nicht. Hat das nicht so einen Effekt, dass das ein Hitpoint Robustheit oder so? Dass es nicht tot geht? Bei einer K.O.-Attacke? Oder auch nicht? Müssen mal kommen. Funny Fun kommt nochmal nach vorne. Einmal Top-Beleber. Das haben wir schon. Genau, Fall. Alter, das ist ja mein Trainer, der sich bewegt. Ist ja nice. So, jetzt Sedimento, komm. Jetzt aber die wollen wir haben. Ja, ne, das ist echt wirklich so ein. Ich verstehe nicht, was mit dem Arsch ist, ne? Unter anderem. Dann hat das komische Stoßzähne. Also es hat alles seltsam bei dem. Bei dem Vieh ist einfach alles seltsam bei dem Elefanten. Wow, Kissy. Komm, Sedimentur, rein mit dir. Ach komm. Ich brauche eine Schüperbälle. Ich schwör's euch, wenn wir endlich Schüperbälle haben können, hole ich mir erstmal keine Ahnung wie viel. Geht doch. Nächste Pokémon gefangen.
Es nimmt die Umgebung über akustische Reize wahr. Ärgerliche Störenfriede kann es verfolgen, ohne sich ihnen zuwenden zu müssen. Oh, ein Ewigstein. Ein Rehorn? Warte mal, da geht's weiter runter. Machen wir erstmal oben die eine Trainerin noch. Komm her. Das Leben ist zwar wie eine Reise, aber das Ende des Lebens ist deshalb nicht unbedingt das Ziel. Packbäckerin Mili! What the fuck ist das? Was ist das für ein Pokémon? Ich meine, es sieht irgendwie cool aus, aber what the fuck ist das? Das müsste doch Rambock eigentlich hier oder Rammstoß, ne, Ramboss viel abziehen, oder? Sag ich doch. Das sah voll nice aus. Ah, den Vogel haben wir nicht gefangen. Den gab es hier doch auch. Den haben wir nicht nochmal gefunden, den Vogel, ne? Bisher. Eine Niederlage ist nicht das Ende, nicht. Solange man wieder aufsteht und weiterkämpft. Das hast du auch schön gesagt. Ein Riesennugget, nice. Tja, der Joe, ich habe keines von diesen komischen Vogelfiechern bisher gefunden nochmal. Yeah, 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 hey, du da! Unsere Webchestin ist jetzt live as a hit. Put your hands in the air, na los, mach mit! Es war wieder peinlich, ich weiß, ich weiß. Tut mir leid, Leute, es tut mir leid. Machen wir mal die Dampfwalze. Oh. Ja, Fanny, du bist tot, würde ich mal sagen. Ich wollte mir gerade was zu trinken anschütten, weil ich dachte, du machst das easy platt. Aber da haben wir uns getäuscht. Da haben wir getäuscht. Das ist. Was setzen wir jetzt ein gegen das Vieh? Wir machen gleich wieder ein bisschen. Wir kochen gleich wieder ein bisschen. Ja, es liegt daran, dass wir so viel Das liegt daran, dass wir so viele Pokémon versucht haben zu fangen. Und der Brandstempel. So geht das. Togedi und ich sind aus dem Woodbus gefallen. Macht nichts, nächstes Mal klar, lassen wir es knallen. So. Was wir jetzt machen, ist mal eben. Wir kochen nochmal. Kochen. So, jetzt versuchen wir mal, das anders zu machen. Mal gucken.
Eben gab es, jetzt haben wir nochmal Würstchen rein. So ein paar Beeren. Wir haben leider nicht mehr so viele Beeren, ne? Das ist so ein bisschen doof. So, und jetzt versuchen wir es mal langsamer zu machen. Weil eben wurde mir gesagt, ich habe das viel zu schnell gemacht. Da passiert aber nichts, wenn ich das langsam mache. Das ist doch viel zu lange, das gibt doch keinen. Wetten, das ist jetzt voll die Scheiße. Hätte ich doch schneller machen sollen. Siehst du, Kissi, das klappt nicht, wenn man das langsam macht. Oder? Nee, siehst du, das ist nur wo in genau. Da sagt mir, ich habe das viel zu schnell gemacht, dann mache ich das langsam und dann gibt das ein. Oh, da ist der Krebs. Mega nice. Sorry für den Hundelärm, falls ihr den hört. Finde deine Mitte. Oh, die Macht der Stärke hier. Es tut mir leid, wenn ihr gerade einen Hund hört. Das ist nicht mein Mund. Mein Hund. Mein Mund. Ey, Leute. Hallo Wonka, na, da bist du ja endlich. Jetzt aber Superball, los. Komm her, Superball, Flieg und Sieg. Das kann doch nicht sein, was ist das für ein dummes Pokémon? Ich brauche Hyperbälle. Ach komm. Und Schauk, Fanny, du bist tot. Aufbauseminar? Wofür Aufbauseminar? Hast du etwas Führerschein abgenommen bekommen? Ja, endlich haben wir es gefangen. Okay, Legos haben wir schon mal. Was für ein Aufbauseminar muss denn machen, der Wonka? 7:6 ein Pokémon. Es kann im Kampf seine Formation nach Belieben ändern und legt bemerkenswerte Teamarbeit an den Tag. Ein Kingstein. Da ist noch eine Raupe, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Eine reicht mir davon. Ja, jetzt haben wir nur das eine. Wir haben das komische Vögelchen nicht gefangen, ne?
Hä, und wir waren noch irgendwo nicht. Komm hier, was machen wir uns dazu gesellen? Okay. Also die hat anscheinend ganz viele Evolis. Ich verrate dir ein Pokémon-Camping-Geheimnis. Ich glaube, du drückst auf den Stick. So kannst du nämlich in die Hocke gehen und bist gleich viel näher an deinen Pokémon dran. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mal ein Pokémon-Camp hier besuchen. So, wir kämpfen hier einmal gegen diese zwei erdretten Damen. Ich mag sie so sehr im Pokémon, aber meine Pokémon haben so einiges drauf. Pass bloß auf. Wer als Geschäftsmann Erfolg haben will, muss das Einmaleins der Kommunikation beherrschen. Das gilt natürlich auch für den Umgang mit den Pokémon. So. Ich wollte adretten Herrschaften hier sagen, oder, ja, ich wollte, ja. Ach komm, machen wir erstmal die Zipotaurus tot und dann, auf Wiedersehen, Hippoteros. Überflutung? Wow. Warte mal, können wir das eigentlich das machen? Heilwoge? Dann kann man sich selbst nicht mit Heilwoge halten, das ist ja doof. Schau dir, Joey, du bist wieder mal tot. So, den hauen wir mal rein hier, komm. Sir Mario, du darfst nochmal ran. Also, ne, für die Leute, die jetzt zugucken, die denken, ich bin voll der Pokémon-Noob, weil ich hier dauernd nur sterbe mit meinem Pokémon, ne? Das ist irgendwie schon ein bisschen peinlich. Ja, wart ab, Daijo, im nächsten Kampf vielleicht. Wir brauchen viel zu lang für den Kampf, fällt mir gerade auf. Das ist echt peinlich. Also Lucario ist endlich tot. So. Wir machen nochmal Gewissheit. Und jetzt ist endlich dieses komische
Vieh auch tot. So ätzend, das ist so hässlich. Weißt du, wir können Röpser lernen? Junge, Junge, Junge. 120? Die Attacke gelingt nur nach dem Konsum einer getragenen Beere, ist ja scheiße. Hallo, du wirst nicht glauben und die Pokémon von diesem Trainer sind stark und süß. Den Sieg gibt's von mir im Schlussverkauf, allerdings bringt mich das in die roten Zahlen. Aber erstmal ein Selfie für Instagram machen. Okay. Müssen wir hier noch hintergehen eben. Weil das Pokémon haben wir auch noch nicht. Wir haben noch kein Castellit. Alter Falter. Boah, das ist bestimmt down, wenn wir die Attacke jetzt einsetzen, oder? Dann ist es nicht down, das ist ja mega. Superball, fang es dir! Seine kräftigen Scheren sind robuste Waffen, sind hart genug, um selbst in den Schützern von Rihornius Risse zu hinterlassen. Oh, krass. Wisst ihr, was mich wundert? Wenn man sich die Pokémon, also die Pokédex-Einträge so anhört, denkt man, die Pokémon kämpfen miteinander. Die spinnen Netze, um Junge von den anderen Pokémon zu sammeln. Die bekämpfen sich gegenseitig. Aber die sehen hier immer so friedlich aus. Das passt irgendwie nicht zusammen. Jetzt geht's aber in die nächste Stadt.